Mindener Tageblatt. Der erste Einsatz im neuen Jahr war für die Mindener Feuerwehr gleich ein großer. Gegen 11.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in einer Autowerkstatt in den Grillepark gerufen. Dichte Rauchwolken kamen den Feuerwehrleuten dabei bereits auf der Anfahrt entgegen. Wir haben dann umfassende Nachalarmierungen der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt, unter anderem Kräfte zur Brandbekämpfung. Wir haben auch den Gerätewagen Messtechnik sowie den EWB-2 zur Einsatzstelle alarmiert und haben jetzt halt einen umfassenden Löschangriff aufgebaut, zum Teil auch über Drehleitern und auch mit Schaumrohren. Aus dem Grunde, weil auch Reifen im Brand geraten sind. Das handelt sich also um eine Werkstatt und in diesem Werkstattbereich sind also diverse Reifen gelagert. Zurzeit kräftemäßig haben wir jetzt ungefähr 100 Personen im Einsatz und wir führen jetzt auch aufgrund der starken Rauchentwicklung Messungen halt im Bereich Dankgassen durch, um halt auch sicherzustellen, dass dort keine Schadstoffe in der Rauchwolke enthalten sind. Und wir haben auch über die Warn-App Nina eine Warnung hier der Bevölkerung aussenden lassen. Verletzt wurde bei dem Feuer nach ersten Informationen der Feuerwehr niemand. Im August 2014 hatte es hier bereits schon mal gebrannt. Damals hatte ein Stapel alter Autos Feuer gefangen. Die Polizei ging damals davon aus, dass Schweißarbeiten an einem Auto den Brand ausgelöst haben. Warum es nun hier an Neujahr wieder gebrannt hat, ist noch unklar. Für die Feuerwehr wird dies jedoch noch ein langer Arbeitstag. Also ich schätze mal, von der Einsatzdauer werden wir bestimmt noch 3 bis 4 Stunden hier vor Ort sein, weil wir halt auch an die ganzen Brandnester ran müssen. Und dann müssen wir halt gucken, wie sich das Ganze entwickeln wird.